Schönen guten Abend, liebe Pfeifenrauchergemeinde hier auf YouTube, Bombadonius Pfeifentagebuch. Und ich möchte euch in diesem Video die erste Pfeife des Jahres 2013 vorstellen, die mich erreicht hat. Und im Anschluss ein paar Gedanken noch anbringen bei der Gelegenheit zu einem weiteren Videoprojekten, die ich vielleicht noch in dem Jahr laufen lassen möchte. Gut, also zunächst mal Thomas Teichmann, Tommy. Hat taschenmäßig aufgerüstet, eine wunderbare Großraumtasche aus Wollfilz mit Tommys Initialen drauf, auch leicht humorig wirkend mit diesem schönen Knopf dran. Und in diesen geräumigen Taschen kommen Tommys Leichtgewichte also beim Empfänger an. Und ich erzaubere euch jetzt, denke ich, eins der schönsten Stücke heraus, die der Tommy im letzten Jahr gemacht hat. Diese Pfeife hat der Tommy im Oktober 2012 gebaut. Sie war zwischenzeitlich in Speyer dabei und ja, da hat er sie nicht verkauft, da ist die Pfeife am Tisch liegen geblieben. Ich habe sie auch erst danach im Pfeifenmacherforum entdeckt, habe ihn angeschrieben und gefragt, ob die Pfeife noch zu haben ist, nämlich diese hier. Und der Tommy hat gesagt, ja, die ist noch zu haben. Und dann hat er mir noch hat er mir noch etwas Aufschub gegeben, bis ich die finanziellen Mittel bereitgestellt hatte. Und ich habe ihm versprochen, mich vor Weihnachten zu melden, habe ich getan. Und jetzt hat mich die Pfeife eben vorgestern erreicht. Der Tommy hat selber im Pfeifenmacherforum dazu geschrieben, das sei nun eines der bisher schönsten Rustizierungen, die ihm da gelungen ist. Und ich zeige euch die Pfeife jetzt näher. Also, ich denke, so kann man es gut sehen. Das hat der Tommy alles von Hand gemacht. Ein handgemachtes rustiziertes Ringrain sozusagen. Was ich auch besonders schön fand, hier unten am Boden Tommys Initialen, T.T. Beziehungsweise was ich eigentlich unbedingt eben mal haben wollte, war eine Pfeife mit Bambusstück. Ich habe lange geschaut, ich habe mich bei Stanwell an sich ein bisschen orientiert gehabt, da die ja solche Klassiker mit Bambus gebaut haben. Es sollte eine schlanke Pfeife sein und plötzlich sehe ich hier beim Tommy eben an sich sozusagen meine Idealvorstellung verwirklicht. Hier sehen wir eine Kerbe vom Bambus Holmende im Übergang zum Mundstück. Das Mundstück ist auch ein bisschen eingekerbt. So kann man sehen, wo oben und unten ist. Das Mundstück ist aus Ebonit, handgeschnitten. Und dieses herrliche Pfeiflein hat ein Gesamtgewicht von 22,6 Gramm. Tommy, falls du das sehen solltest, da hast du dich sogar um 1,4 Gramm zu deinen Ungunsten verrechnet. 24 Gramm war angegeben. Und die Pfeife ist de facto noch ein bisschen leichter. Sie hat ein durchgängiges Alu-Rohr. Erste Erfahrungen, die andere Leute mit seinen Bambuspfeifen gemacht haben, wo auch das Alu-Rohr durchgeht, sprechen dafür, dass die Kondensatbildung hier nicht erhöht ist oder dass diese Pfeife dadurch sottern würde. Da gibt es Ängste bei den durchgehenden Röhrchen, aber die Erfahrungen sprechen dagegen. Ich habe diese Pfeife noch nicht geraucht, sie ist noch jungfräulich. Das ist übrigens oben der Kopfrand. Und sie ist mit Einrauchpaste eingekleidet. Das stört mich nicht, ich finde das eigentlich ganz okay. Ich habe meine Pfeife, glaube ich, mit oder ohne Einrauchpasten gerne. Mit Einrauchpaste habe ich tatsächlich eigentlich schon noch ein bisschen ein sichereres Gefühl am Anfang, gerade wenn es relativ dünnwandige Pfeifen sind. Die Pfeife hat ein etwa mittleres Füllvolumen und ich hoffe, dass ich heute noch dazu komme, sie einzurauchen. Der Bambus hier ist im Übrigen leicht
abgeflammt, sodass er eben nicht so hell und bleich ist, sondern dass er diese schöne Färbung bekommen hat. Tommy, vielen Dank. Ganz großartiges Stück und in den nächsten Tagen, wie gewünscht, berichte ich dir von den Raucheigenschaften. Dann noch ganz kurz zu geplanten Videoprojekten. Ich habe ja schon angekündigt, vielleicht also alte neue Tabake. Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr endlich ein paar Latakia-Tabake in der längst geplanten Reihe Latakia Now vorstellen kann. Alte neue Tabake, Latakia-Tabake, also das wären schon mal zwei Sachen. Und dann habe ich ja im letzten Jahr so ein paar angefangen, so ein paar Paraden abzuhalten. Es ging ja wohl in der letzten und in der kommenden Zeit relativ viele Pfeifen durch meine Hände. Viele gebe ich davon wieder ab, einige werde ich auch behalten. Aber ich dachte mir, ich würde gerne über jeden Schwung Pfeifen, den ich hier so wegarbeite, eine kleine Pfeifenparade abhalten, ohne großen Kommentar, mehr oder weniger nur mit Fotos, vielleicht auch mal doch ein Video zu der einen oder anderen. Aber das soll im Grunde genommen so eine Art Archivfunktion erfüllen, denn es sind durchaus auch mal Exoten dabei oder mal eine ganz tolle Pfeife oder mal auch durchaus No-Names, die einfach schön sind. Aber ohne Rücksicht da auf einzelne schöne oder hässliche zu nehmen, möchte ich im Prinzip in den Pfeifenparaden den Hersteller, die Shape-Nummer und vielleicht noch eine Typenbezeichnung, Reihenbezeichnung oder sowas kurz vorstellen. Sodass man im Prinzip dann eine Art Archivfunktion hat, die wird dann getaggt und so, dass man sagen kann, ich suche eine Pfeife namens Baccarat oder Monopoly oder Senator und finde den dann beispielsweise hier unter den Pfeifenparaden auf YouTube. Das hat also keinen wahnsinnigen Informationswert, man wird dann eben die verschiedensten Pfeifen sehen, wie gesagt, nicht großartig kommentiert, sondern vielleicht einfach nur durchgelaufen. Pfeifenparade eben. Und das wäre noch ein weiteres Videoprojekt von mir, das ich mir vorgenommen habe, in dem Jahr mitlaufen zu lassen. Und ich hoffe, dass ich auch noch weitere Lols sammeln kann, um vielleicht auch das Jahr 2013 noch jeden Monat mal einen LOL rauszulassen. Okay. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht schöne Videos. Ich grüße euch ganz herzlich. Beste Grüße, Bombardonius.